der hatte einen nachgeborenen Sohn und der wäre gerne hier in der Bauerschaft geblieben, aber sein älterer Bruder erbte den Hof und dann hat er hier mit dem Bauern Tegeldorf verhandelt, ob er ihm nicht seine Scheune, seinen Schott als Wohnhaus verpachten würde. Und so ist dieser Siljes in diese Scheune gezogen, hat sich das als Wohnhaus hergerichtet und er bekam den Namen Schottjan. So hieß diese Familie über viele Generationen und später hat dort ein Brinker eingeheiratet. Das sind, glaube ich, ihre Vorfahren und auch und deine Vorfahren. Und diese Familie Brinker, konnte aber von der kleinen Landwirtschaft alleine nicht leben. Die waren Heuerleute hier bei Tegedorf und nebenbei waren sie Musikanten. Sie machten Musik auf Schützenfesten und auch auf Hochzeiten. Und da wurde früher bis tief in die Nacht gefeiert. Und die gehörten ja zum Kirchspiel Emsbüren. Nach Bramsche hin hatten die früher wenig Kontakt. Und es kam auch häufig vor, dass sie auf der anderen Seite der Ems, in Ellbergen, in Bernte und so weiter, auf Hochzeiten spielten. Und Brücken gab es hier nicht, gibt es heute noch nicht. Man muss heute noch, wenn man rüber will an die andere Seite, entweder im großen Bogen über Hanneken-Fehr oder im Süden über Helschen, anders geht es nicht. Und dafür war hier eine Fähre. Und eines Nachts hatten die wieder auf einer Hochzeit, ich glaube in Bernte, gespielt. Diese Geschichte ist wahr. Maria, deine Mutter hat sie mir erzählt und in der Tegedorf-Chronik steht sie auch. Und da kam der Brinker abends an der Fähre an, aber das Boot lag an der anderen Seite. Er konnte nicht übersetzen. Und er hat dann gerufen nach dem Fährmann und der Fährmann schlief wohl tief und fest. Und er hatte ja auch die ganze Nacht schon gespielt, war ziemlich müde und schließlich überkam ihn der Zorn und da hat er gerufen, ist er denn kein Düvel, der mich rüberhalt? Also ist er denn kein Deibel, der mich rüberholt? Und in dem Moment hörte er, wie die Kette in den Fährkahn geworfen wurde und das Boot sich in Bewegung setzte auf die andere Seite der Ems. Ja, nun war guter Rat teuer. Er merkte gleich, dass das nicht mit rechten Dingen zuging. Aber er wollte auch wohl gerne noch übersetzen in der Nacht. Und so hat er sich dann überlegt, dass er wohl in das Boot steigen würde. Aber er hat das Fährgeld gleich passend in die Tasche gesteckt. Und als der Fährkahn auf die Glesener Seite zurückfuhr und er das Ufer erreichen konnte, hat er schnell das Fährgeld in den Kahn geworfen und ist losgerannt. Und in dem Moment merkte er, dass er von jemandem verfolgt wurde. Und er ist so schnell gerannt, wie er konnte, bis er hier auf den Tegedorhof kam und hat sich hier in einer Scheune versteckt, hat schnell das Scheunentor hinter sich zugeworfen und hat gehört, wie von draußen jemand gegen das Tor klopfte. Er hat natürlich nicht aufgemacht, sondern die Tür verrammelt. Und hat gewartet, bis der nächste Morgen graute, hat sich dann, als die Sonne wieder aufging, aus der Scheune herausgetraut und hat draußen vor dem Tor Fußstapfen gesehen von einem Hinkefuß. Also da kann man sich ja vorstellen, wer ihn nachts verfolgt hatte. Ja, und er hat sich dann noch gewundert, warum denn der Teufel ihn bei dieser wilden Jagd von der Ems bis auf den Tegedorhof nicht eingeholt hat, denn der Teufel ist ja viel schneller, als ein Mensch laufen kann. Und da fiel ihm ein, dass er hinten unweit der Ems über eine Wegekreuzung gelaufen war. Und das wissen wir ja alle, über ein Kreuz kann der Teufel nicht laufen, so musste er einen Umweg machen und so wurde der Brinker gerettet. Das ist so eine typische Sage hier aus Elmau.